Alles klar, und los geht's auch. Eben mal Gellius und Eugene vertauschen. Mal sehen, ob das was bringt. Und Alice und Mimil war ja ganz gut, die zu vertauschen. So, dann mal los. Okay, zwei vor. Okay, passt. Ach, Moment. Du musst zumindest noch ein Feld vor, damit du nächste Runde auf dieses Plus-Attack-Feld kommst. Nur eine Fleischwunde. So, und jetzt mache ich das aber ein bisschen anders. Jetzt werde ich dich erstmal heilen. Und dann werde ich ihn schon mal ein bisschen andotzen. Obwohl das eigentlich fast nichts bringt, ne? Ist eigentlich Verschwendung. Ich mache diese Runde nichts. So. Dann braucht er noch 10 Punkte. Ja, ich heile ihn einfach nochmal. Jetzt stehen die Feen natürlich blöd auseinander.
Ich könnte die Fee natürlich auch anders besiegen. Andererseits nützt mir der Howling Storm auch, um den Wolf zu den Hund zu schwächen. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich. Der eine Power Attack sorgt dafür, dass alle Informationen bleiben. Und jetzt muss ich den Hund noch ein bisschen angreifen. Ich habe noch ein paar Punkte übrig. Nächste Runde gibt es ja wieder welche. Also 1, 2, 3. Vier. Fünf von mir aus. Ja, doll ist das nicht, aber... Hey! 48 Schaden. Alice, zeig mal, wie das geht. 320 Schaden. Ah, und er ist vergiftet. Guck mal an. Ich glaube, das war der Eisskill. Der kann Gegner vergiften. Komisch, es ist aber so. Jetzt stehen die natürlich alle wieder dicht beieinander. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Also, komm, Sigi. Du bleibst hier bei All Stats. Mimel, du... Erst, weil, nur weil sonst keiner da ist, gehst du auf diesen Plus Attack. Eugene bleibt ein bisschen hinten, okay. Ein vor. So bleiben. Und du musst ein vorgehen, weil sonst der Hund ja ein vorrückt. Der Hund. Och, das ist ja lieb. Dankeschön, dass du den heilst. Voll geheilt, oder?
Ne, nicht voll geheilt, zum Glück. Das ist mir sogar ganz recht, dass Mimil jetzt kampfunfähig gemacht wurde. Weil alle anderen dafür eine ganze Menge SP bekommen und die können wir jetzt gut gebrauchen. Ich kann die Feder hinten nicht erreichen. Calvina kann die auch nicht erreichen. Yujin kann die auch nicht erreichen. Mimil wäre jetzt dran gewesen, wäre ganz gut gewesen. Geht aber auch nicht. Also jetzt... Ich muss ja erstmal dieses Fragment of Life einsetzen. Jetzt kann ich aber die blöde Feder hinten wieder nicht erreichen. Weil... nur Mimil in Reichweite wäre und die ist ja jetzt gerade wieder kampfunfähig gemacht worden. Also müssen wir ein bisschen tricksen. Es geht nicht, ich kann nicht mehr tricksen. Ich muss jetzt versuchen, den Köter hier loszuwerden. Okay. Ich hoffe, diesmal reicht's. Ich glaube, jetzt reicht's. Und der Glam fährt, der zieht immer auf den Bein. Paralyzes Guard und ein Feathering fürs Overkill. Bin ich mal gespannt, was die Sachen machen. Ist erstmal Ende der Runde, wir haben ja keine Punkte mehr. Und leider auch Ende der Folge, so wie das aussieht. Und nächste Runde kümmern wir uns dann noch um die Fee und gucken uns die Story weiter an. Bis gleich!